Ich mag Pipifax und Banalitäten, Pipifax und Banalitäten, weil die Sirenen am Stücks mir die Birne vertreten. Ich konsumier nun Mampf, Mampf, Schlabber, Schlabber, und ich zieh mir den Diskurs rein, 80 Millionen Reichweite auf eine halbe Million eingekreist, Ramurmel, Rhabarber. Und wenn ich gucke, dann gucke ich für die gute Sache. Und wenn ich gucke, dann gucke ich für die gute Sache. Und ich bin immer up to date, so fort ab Feierabend bis ganz spät. Und morgens habe ich schneller Informationen als einen Kaffee drin. Als Verbraucher bin ich gut brauchbar. Binge-Watching ist mein Favorite-Marathon. Ich lebe dafür. Top-Themen identifizieren, Werbeeinnahmen und Weisheit generieren helfen, den springenden Punkt per Top-Kommentar auf den Punkt bringen, because it's never too late to change the world with my Endgerät. Du kannst mich nie mehr in die Kneipe locken, nie mehr in die Kneipe locken. Ich gehe klicken, in der Werbeunterbrechung lasse ich mir meine Pizza schicken. Und wenn ich vital bin, schleiche ich mich spät abends noch in einen Livestream rein. Und da lasse ich mir noch beim Wegpennen ein paar subversive Kommentare shadowbannen. Ohne wenigstens ein klein bisschen Kommunikation interruptus gehe ich nicht ins Bett. Meine Welt ist eine wohlberechnete algorithmische Konstruktion, eine Batterie aus Kategorien und Wohlfühloasen. Und die Depression muss draußen bleiben, kann sich draußen in der Kälte den Arsch an der Hauswand reiben. Ich werd mir derweil die Seele am Konzern aufwärmen. Jeden Tag gehe ich frisch und munter in die Ausbeutung, frisch und munter in die Ausbeutung. Und ich freue mich schon auf den Wandel und auf den Bewusstseinssprung. Und den werde ich mit dem Weltgeist im Direktkontakt verhandeln, auf der Plattform vor dem Herrn, auf der Raumstation vom Konzern, auf der Traumstation vom Konzern, auf der Spielwiese vom Konzern, auf dem großen Rummelplatz vom Konzern. Meine Welt, meine Schublade, mein Lieblingskonzern, mit dir wird mir nie langweilig werden. Nur hin und wieder ein bisschen schon, so im Bummelbann, mit Videos geblockt wegen unkonformen Inhalten. Spontane Meinung kann ja schon irritieren, aber das kann ja mal vorkommen und alles kann einmal anöden, das heißt gar nichts. Ich verstehe deine neue Spießigkeit, auch du musst ja nun die Shareholder entzücken, den maximalen Markt auf einen Nenner beglücken. Achtung, Inspektion durch Finanzmarktkapitalismus, mach Knicks, gib Handkuss. Das ist schlicht der Lauf der Dinge, wenn man sich verkauft, beziehungsweise wenn man sich verkaufen muss. Vertrag ist im Kapitalismus wie beim Teufel der Handschlag. Ach, verrutscht mir der Hochglanz, denke ich mir. Dass es nur Echokammern sind, ist nicht mein Bier. Und dass alle Zeit dabei drauf geht, ist halt der Schönheitsfehler. Auch mal echte Menschen treffen ist schon auch cool, denke ich mir, aber das Internet steht mir näher. Winterdepression, go home, ich kann dich nicht mal sehen. Ich hab noch 1000 Stunden Watchtime, die mir unmittelbar bevorstehen. Ich guck einfach nur auf den Bildschirm und schlechte Zeiten guck ich mir nur im Film an. Ich tausche einfach Wirklichkeit gegen Smartphone ein, so muss es sein. Das Schicksal hat es so gewollt, das ist der Geist der Zeit. Das Schicksal ist die Wahl zwischen TikTok und YouTube-Kanal, Rhabarber, Ramurmel. Und wo kann man schon ganz frei sein? Und wo kann man schon ganz frei von der Leber reden, ohne Stricke, die schon aus kleinen Launenhaftigkeiten gedreht werden? Wo kann man, ach, die heilige Scheiße auch Scheiße finden? Na, unter Kumpeln und unter echten Kollegen. Unter vier Augen. Die Wahrheit wird Privatangelegenheit, der Rest ist Publicity und Öffentlichkeitsarbeit.
Ich mag Video, wenn der Tag beginnt, nehme ich mein Smartphone mit aufs Klo.